Liebe Gebetsgemeinschaft von Österreich betet. Ein paar Gedanken wieder für das kommende Mittwochgebet. Wir heißen Österreich betet und wir beten besonders auch für Österreich, unser Land, die Politiker, die Menschen in diesem Land. Und es ist auch sehr wichtig, vor allem für die Identität. Es gibt verschiedene Ebenen, wo der Mensch Identität sozusagen haben kann. Am tiefsten ist die Identität im Glauben, wo sich ein Mensch mit Gott verbindet und darin sozusagen in sich, in Gott, schon irgendwie ruhen kann. Und diese Identität kann besonders tief sein, wenn jemand, so wie wir Christen, an einen Gott glaubt, der Person ist, wo eine wirkliche personale Beziehung möglich ist. Identität gibt es in der Verbindung mit der eigenen Heimat, wo man irgendwo sich zu Hause weiß, wo man irgendwie auch sein kann, wie man ist, noch mehr vielleicht auch in der Familie, aber Identität gibt es auch im Geschlecht, im Mannsein, im Frausein. Ich möchte heute ein paar Gedanken fassen über die Heimat, die Beziehung zur Heimat. In der österreichischen Bundeshymne heißt es sinngemäß, dass Österreich ein Herz ist. Einem Herzen liegst im Erdteil, du inmitten, heißt es, einem starken Herzen gleich. Hast von hohen Ahnentagen her hoher Sendung Last getragen. Das sind zwei Sätze, die manchem vielleicht schon antiquiert vorkommen, und doch liegt etwas Wichtiges darin. Österreich als Herz sozusagen in Europa hat eine ganz besondere Bedeutung, eine wichtige Bedeutung für Europa, einerseits durch die Lage und andererseits sicher auch durch die bedeutsame Geschichte dieses Landes, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen, und auch auf die Fähigkeiten vieler Menschen in diesem Land. Und wir können als Gläubiges auch so sehen, dass jedes Land auch eine gewisse Aufgabe von der Vorsehung bekommen hat. Wir können auch schon irgendwie von einer Sendung, einem Plan Gottes sprechen. Von daher ist es umso mehr auch wichtig, dass wir Christen unsere Heimat lieben, dass wir das Wertvolle, das Schöne, das Edle schätzen, dass wir die Geschichte bewahren und das, was nicht gut war, eben verbessern möchten, dass jeder auch seinen Beitrag leistet für dieses Gemeinwesen, dass wir auch Freude an der Identität haben. Und je größer die Identität ist, desto zuversichtlicher, mutiger und aufgeschlossener kann man auch in die Zukunft gehen. Das wird vielleicht noch deutlicher, wenn man auch das Gegenteil betrachtet. Und ich möchte da einen Vergleich machen mit menschlichen Beziehungen. Dort ist es ähnlich wie in der Beziehung zum Land. Es gibt ein wichtiges Gebot, das heißt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet auch, dass man den anderen nur lieben kann, wenn man sich selbst mag, wenn man sich selbst annimmt. Und die Selbstannahme gelingt dann am besten, wenn jemand realisiert, dass er von Gott geliebt ist und diese Liebe beantworten möchte. Und das Gegenteil von der Selbstannahme sind zwei verschiedene Dinge: der Egoismus oder der Selbsthass. Der Egoismus ist eine Ich-Zentriertheit, wo der Mensch nur auf sich schaut und den anderen abwertet. Und der Selbsthass ist eben, wenn ein Mensch sich selbst nicht annimmt, und in beiden Fällen ist eine wirkliche Nächstenliebe dann eben nicht möglich, weil das Verhältnis in sich selbst nicht stimmt. Und so ähnlich ist es auch in Bezug zur Heimat. Es gibt eine positive Selbstannahme, das heißt, wenn ein Bürger seine Heimat oder sein Vaterland einfach liebt und sich freut, dass er Bürger dieses Landes ist. Und diese positive Selbstannahme führt normalerweise dazu, dass man auch andere Völker, Nationen schätzt, achtet
und als Bereicherung, als Vielfalt, vielleicht auch in einer größeren Gemeinschaft auffassen kann. Und das Gegenteil davon ist wieder der Egoismus und der Selbsthass. Der Egoismus wäre dann der sogenannte Nationalismus, wenn man die eigene Nation vergötzt und dadurch durch diese Vergötzung andere abwertet. Da ist dann auf dieser Ebene sozusagen die Liebe nicht möglich und genauso ist es mit der Nicht-Selbstannahme, mit dem Selbsthass. Papst Benedikt hat schon als Kardinal einmal gesprochen vom abendländischen Selbsthass, von dieser komischen Haltung, wo man das eigene abwertet und das Fremde übermäßig aufwertet, aber auch nicht wirklich, weil wenn man sich selbst abwertet, dann ist man gar nicht wirklich fähig so zu einer Art von Hingabe. Aber genau diese beiden Dinge, Egoismus und Selbsthass, verhindern dann auch ein gutes Zusammenleben unter den Völkern. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, ist es besonders wichtig, eben für das eigene Land auch besonders zu beten. Denn durch das Gebet vieler Menschen wird diese innere Identität gefördert. Und diese Identität wurzelt dann tiefer im Glauben, der eine noch tiefere Identität gibt. Und deswegen ist eben dieses Gebet wichtig und dieses Gebet macht auch viele gute Kräfte frei und wird für ein Land zum Segen. Es ist ein wichtiger Dienst am Land. Deswegen auch meine erneute Anregung, beten wir besonders für dieses positive, bejahende Bewusstsein gegenüber dem Vaterland, für eine wirkliche Liebe zum Land. Beten wir auch dafür, dass Österreich seine Bedeutung als Herz Europas mit seiner Sendung auch erfüllen kann und bitten wir ganz besonders um eine Erneuerung im Glauben, damit dies alles möglich ist, damit der Glaube sozusagen eine Seele für unser Land sein kann und vielleicht auch für Europa. Mit diesen Gedanken möchte ich euch danken für das Zuhören und wünsche euch, dass ihr durch euer Gebet vielen zum Segen werdet. Ich danke schön.